Metropolmusik Podcast. Рыжая лёчка, она весь одна, свои долейки, стыха, стыха пытая. Ja, herzlich willkommen zur 22. Folge des Podcasts der Metropolmusik. Die Metropolmusik sieht ihre Aufgabe darin, über alle Stilgrenzen hinweg die kreative Musik hier vor Ort, also in der Nürnberger Region, gedeihen zu lassen. Und in unserem Podcast möchten wir mit unseren Gästen über ihre jeweils besonderen Ideen zur Musik sprechen. Mein Name ist Peter Fulda und ich freue mich heute sehr über eine ganz spezielle Gästin. Die ist nicht Metropolmusikerin, aber sie kommt in ein paar Tagen aus Berlin nach Nürnberg und wird mit uns zwei Konzerte spielen. Mit diesen Konzerten möchten wir zivile Hilfsprojekte in der Ukraine unterstützen. Also die finden in Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein Nürnberg-Kharkiv und der Stadt Erlangen für die Partnerstadt Brovary statt. Und das spielen wir am Samstag, dem 2.11. um 19.30 Uhr im Katharinensaal im Kreuz und Quer in Erlangen und am Montag, dem 4.11. ebenfalls um 19.30 Uhr in der Kirche St. Egidien in Nürnberg. Und das machen wir mit der sehr, sehr besonderen Sängerin und Komponistin Viktoria Lelika. Viktoria bringt uns ein Programm mit ukrainischen Volksliedern und eigenen Kompositionen mit. Und dieses Programm ist, behaupte ich mal, in seiner Feinheit mit dem Begriff Ethno-Jazz nur sehr unzureichend beschrieben, weswegen ich mich freue, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen eingehender und spezieller über die Musik sprechen können. Hallo Viktoria. Hallo Peter. Ich freue mich wirklich sehr, dass das klappt. Ja, ich auch. Also ich kann sogar sofort sagen, ich habe so heute die Noten angeguckt, die du mir geschickt hast. Und ich dachte so, wow, also ich empfinde das wie, als ob es ein großes Geschenk ist, weil ich dich schon seit einiger Zeit kenne und als Künstler, als Komponist sehr respektiere und schätze. Und ich dachte so, wow. Und jetzt darf ich mit tollen Musikern, mit sehr besonderen Arrangements, die du gemacht hast, wow. Also ich freue mich sehr und ich bin sehr gespannt, wie das klingt. Also das darf ich einfach eins zu eins zurückgeben. Weil ich habe mich jetzt wirklich sehr intensiv, behaupte ich mal, mit deiner Musik beschäftigt. Und das wurde wirklich immer besser. So, also ganz oft ist es ja so, wenn man... Wir haben 14 Stücke, glaube ich, oder so. Ne? Ja. Das war wirklich sehr schöne Arbeit und oft geht es einem da ja schon so, dass man dann irgendwann denkt, oh, jetzt reicht es aber langsam. So, das war hier aber echt überhaupt nicht der Fall. Es wurde eigentlich immer geiler, sich mit dieser Musik zu beschäftigen. Okay, ich glaube dir. Ja, bitte. Aber was ich dich als erstes fragen wollte, ich meine, es ist immer so ein bisschen eine sehr hilflose Frage, wie war denn dein Werdegang? Ich glaube aber, dass tatsächlich bei dir dein Werdegang wirklich was sehr Interessantes ist. Soweit ich weiß, bist du tatsächlich in einem kleinen Dorf im Donbass geboren. Kleine Stadt, ja, aber... Kleine ja. Stadt, okay, fein. Und hast dann in Kiew tatsächlich Schauspiel studiert und auch eine Zeit lang als Schauspielerin gearbeitet. Ja. Dann kamst du 2014 nach Deutschland und hast hier dann Jazzgesang studiert in Berlin und in Dresden. Richtig. Und dann hast du diese wunderbare Band Lelika gegründet, mit der du, also du hast, glaube ich, auch noch viele andere Sachen gemacht, ne? Aber ich denke, das ist was, wo man dich wahrscheinlich durchaus kennt, mit dieser Band. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt machst du noch ein Filmmusikstudium
obendrauf. Und Ja. jetzt haben wir ja schon irgendwie 5 Punkte, wo man schon 2 Stunden mich interessieren würde, was da so Genau, war. also ich studiere irgendwie schon sehr lange und die ganze Zeit und verschiedene Dinge und ja, Indo-Ukraine Schauspiel. Ich glaube, eine Ungenauigkeit ist, dass ich habe nicht gesagt, in Berlin studiert. Irgendwo jemand hat in irgendwelchem Artikel geschrieben, dass ich im Jazz Institut Berlin studiert habe, aber ich habe da nie studiert. Ich habe zwar da Aufnahmeprüfung bestanden und ich konnte aufgenommen sein. Genau, aber ich habe mich entschieden für Studium in Dresden, weil ich unbedingt zu Celine Rudolph wollte. Das wäre meine Frage gewesen, weil sie ja auch im Jazz-Institut in Berlin Ja, unterrichtet. Sie jetzt, jetzt ja auch, jetzt. Aber damals aber wahrscheinlich noch nicht, gell? damals, ja, war sie noch in Dresden, deswegen habe ich mich für Dresden entschieden. Genau, und habe ich dann auch nach meinem abgeschlossenen Jazzgesangsstudium habe ich dann noch weiter Master Komposition in Dresden angefangen. Und dann habe ich verstanden, dass ich würde gerne mich jetzt noch mehr, wie heißt es, weiterentwickeln und ein bisschen anderes Spezifik auswählen und auch lernen, wie man für Filme Musik schreibt und auch mehr komponiert für größere Besetzungen, weil also ich studiere in Potsdam, Hochschule für Musik, oh mein Und die ist Gott, ja wahrscheinlich, Filmuniversität Babelsberg, ja. genau, wollte ich gerade, weil die ist ja mit dem Filmstudio Babelsberg auch Ja, verbunden, so ein genau. bisschen, ne? Ja. Und also ich bin so begeistert von dieser Hochschule und da gibt es diese unglaubliche Möglichkeit, sogar so mit Filmorchester Babelsberg zu arbeiten. Wow, Also wow. weißt du, so im Sinne, dass man kann Ideen ausprobieren im Studium. Du kannst jedes Semester in den Aufnahmeraum gehen mit großem Orchester und einfach, ja, Krass. probieren. Sogar kleine Übungen kannst du einfach machen und das aufnehmen und dirigieren oder was auch immer. Also ich finde, das ist ein Luxus. Das ist Wahnsinn, ja. Unglaublich. Also ich bin sehr happy, dass ich da sein darf. Ja. Hey, dann springe ich gleich mal auf die Filmmusik drauf. Wir müssen ja nicht unbedingt systematisch vorgehen. So, ne? Was Ja. reizt dich speziell an Filmmusik was? Hat es irgendwie was auch mit deiner Schauspielvergangenheit zu tun, oder? Ja, ich kann sagen, auf jeden Fall, weil ich habe ja Schauspiel studiert und deswegen habe ich auch ganz viele Filme geguckt und ich liebe so, würde ich sagen, so Underground-Festivals, Kino, also Filme oder wie heißt es richtig auf Deutsch? War deine Schauspielausrichtung war also gar nicht, also dich hat gar nicht so sehr Theater fasziniert, sondern eher Film, oder? Ah, naja, warum ich überhaupt studiert habe, es ist andere Geschichte, weil irgendwie ich wollte Gesang studieren, ja, in der Ukraine, aber ich wusste, dass Operngesang will ich nicht studieren und für so Jazz oder Pop oder etwas mehr modernere Klang konnte man damals noch an keiner Hochschule studieren und einzige Alternative war die sozusagen Volksgesang zu studieren, also diese Ethno, Ja, wie ja, so ja. alte Omis in unseren Dörfern immer noch singen. Und ja, aber mir hat sehr nicht gefallen, wie mich da eine, wie heißt es, Frau betreut hat, die meine Unterlagen eingenommen hat. Mir hat einfach nicht gefallen, wie sie mit mir gesprochen hat. Weil sie hat gesagt, dass ich muss erstmal in ein Gymnasium gehen und dann vielleicht kann ich ja studieren, weil man kann nicht eine professionelle Sängerin werden in 4 Jahren Studium. Also Aha, okay. irgendwie. Und ich komme aus Gut. kleiner, winziger Stadt, wo keine Gymnasien, Musikgymnasien oder sowas gibt. Und irgendwie, ich habe Okay. immer hart gearbeitet an meiner Stimme und das hat mich so, so beleidigt. Und ich habe dann rausgegangen und habe meinem Papa gesagt, nein, ich werde hier nie studieren. Irgendwie. Sehr gut. Das war so ein bisschen. Keine Ahnung, aber das war die einzige Option für Gesang damals. Und deswegen habe ich gesagt, na dann weiß ich nicht, wohin ich gehen soll. Operngesang ist auf keinen Fall mein Ding. Ja, und dann hat mein Papa gesagt, dann vielleicht Schauspiel. Ich habe gesagt, was ist das, wofür? Also ich war noch nie im Theater an dem Zeitpunkt. Genau, und er hat gesagt, na du kannst singen, du kannst tanzen und so einfach. Lern ein paar Gedichte, ein paar Monologe und wir probieren das aus. Genau, und dann hat es geklappt und ich dachte, da gibt es ja auch Gesangsunterricht und alles. Ich dachte, das ist das Nächste, was an Gesang ist, weil eigentlich ich wollte nur immer Musik machen. Okay. Genau, aber irgendwie, es ist einfach dazu gekommen, dass ich habe Schauspiel studiert und auf jeden Fall, das hat bereichert mich und hilft mir so, ja, auf der Bühne
bisschen andere Präsenz zu haben und Storytelling zu machen. Ja. Das hatte ich immer, wenn ich dich gesehen habe ich das Gefühl, dass du nicht nur bewusst die Bühnensituation gestaltest, sondern dass du das wirklich auch sehr kompetent machst. Also das ist immer sehr fein, mit sehr wenigen Mitteln eine ganz breite, wie soll ich sagen, also du kannst mit sehr wenigen Mitteln sehr viel sagen, habe ich das Gefühl. Es ist jetzt nicht den musikalischen Aspekt, ne, sondern wie du auftrittst, wie du mit kleinen Elementen die Bühne gestaltest und so. Okay, danke fand schön. Ich echt interessant. Ja. Und es ist auch nie so, dass das der Musik reingrätscht. Ne? Also ja. Es ist nie so, dass da eine Show draus wird oder so. Ich habe immer das genau, Gefühl, und auch, ich glaube, es wirkt auch nicht ehrlich, weil viele, die mit Schauspiel sich nicht professionell beschäftigt haben, immer sehen, oft würde ich sagen, das Schauspiel, dann man schauspielert das einfach, man spielt das einfach auf der Bühne. Aber ich glaube, wenn man Schauspiel studiert, dann man quasi lernt, wie man die Geschichte erzählt. Oder weil oft, wenn ich singe ja ukrainische Volkslieder und da sind verschiedene Geschichten. Manche Geschichten, die nicht so übereinstimmen mit meiner Lebenserfahrung, aber die Geschichte, die ich gerne erzählen will. Und dann irgendwie manchmal für mich ist es so, wie dass ich stelle mir diese Figur vor und versuche, ihre Schmerz oder ihre Erfahrung so zu spiegeln auf der Bühne. Und das ist für mich sogar das Gegenteil vom Spielen, sondern so sich verwandeln und auf andere, tiefere, ehrlichere Ebene Geschichten erzählen. Genau. Was mich jetzt interessiert, weil du auch sagst, dass dein Vater da wohl irgendwie eine wichtige Rolle gespielt hat. Und wie ist denn das? Die kann singen, die kann tanzen. Das erzählt mir jetzt erstmal noch nicht so viel. Was heißt denn das, die kann singen, die kann tanzen? Also mein Papa ist Choreograf. Deswegen habe ich viel getanzt in meinem Leben. Wow, okay. Ja, genau. Habe ich einfach viel getanzt und so. Und Musik hat mich auch schon immer beglitten, weil ich war in Kindermusikschule, habe Klavier gespielt und dann ja, ich habe alle möglichen Wettbewerbe mitgemacht, auch schon seit ich klein war, etwas bisschen komponiert oder Gesangswettbewerbe besucht. Genau, deswegen war Musik und Tanz ganze Zeit da bei mir. Okay. Und also als du dann nach Deutschland kamst, 2014, wieso kanntest du Celine schon? Also Celine Rudolph, die Sängerin, ne? Ja. Also ich habe mit meinem Studium 2016 angefangen. Und davor habe ich Vorbereitungskurse, Studienvorbereitungskurse in Berlin gemacht in der Schule. Also du kamst nach Berlin direkt? Genau, ich kam nach Berlin, um diese Vorbereitungskurse zu machen, weil in der Zeit, wo ich Schauspiel in der Ukraine studiert habe, ich habe Pause gehabt, so ein bisschen von richtig intensiv viel singen oder komponieren oder Klavier spielen. Und ich merkte, dass ich muss das erstmal alles erfrischen und natürlich auch lernen, weil Kindermusikschule, wir hatten da keinen Jazz, sondern nur klassische Musik und so ein bisschen diese Sache mit Gehörbildung und Jazzharmonielehre und alles. Das musste ich erstmal neu lernen, bevor ich überhaupt studieren kann. Aber hattest du improvisiert auch schon? Nee. Gar nicht. Gar nicht. Weder mit Stimme oder noch mit Klavier. Und und sogar, ich würde sagen, ich habe ja erstes Mal versucht, Aufnahmeprüfungen zu machen und ich habe mich nur an Jazz Institute Berlin beworben und erst bei Aufnahmeprozess wenn ich Demos für Aufnahmeprüfungen machte, hat mir Pianist gesagt, dass, aber willst du nicht improvisieren hier? Ich habe gesagt, ich will das lernen, deswegen bewerbe ich mich da, aber muss ich schon improvisieren, bevor ich das studiere? Er hat gesagt, na ja, muss man schon ein bisschen was zeigen. Und ich war so, oh Gott. Und dann zum ersten Mal in meinem Leben habe ich improvisiert auf diese Demoaufnahme, die ich schicke. Und krass. Das war natürlich ganz schlimm. Aha. Ja. Ja, und okay. Ich habe, das war ganz schlimm und ich habe natürlich nicht mal Einladung bekommen für Aufnahmeprüfung. Ja. Und dann habe ich verstanden, okay, Victoria, du hast natürlich vielleicht irgendwelche Begabung oder Talent oder wenn das überhaupt existiert, ich weiß nicht, ich bin kritisch zu diesen Begriffen, oder aha, du hast bestimmte Musikalität durch deine Kindheit und Eltern und vielleicht auch interessante Stimme, aber muss man schon ein bisschen sich vorbereiten und Arbeit reinstecken. Und dann habe ich ganz, ganz, ganz intensiv
zweites Jahr geblieben bei Studienvorbereitungskursen und es war sehr schön. Also habe ich sehr genossen, die Atmosphäre da und ja. Und da hast du dann Celine schon kennengelernt? Oder nein, ich habe sie nicht kennengelernt, aber ich habe parallel zur Studienvorbereitungskurs auch privaten Unterricht bei Andreas Schmidt genommen. Okay. Klavierunterricht? Und, also ein Berliner Pianist, ne? So ein, ja, Berliner Pianist, ja. Genau. Und da ich, also ich ganz vom Null alles mit Jazz angefangen habe, war es für mich so schön, weil er kann sehr so unterrichten, sehr frei. Manchmal hören wir einfach Musik, manchmal sprechen wir nur über Rhythmus, manchmal spielt er und wir machen kurze Improvisationen frei, in kleiner Form. Und es war so perfekt für mich. Okay. Und dann hat er gesagt, weißt du übrigens, dass es wäre besser, wenn du nicht nur für eine Hochschule sich bewirbst, sondern für mehrere. Und hier, wenn ich hier klopfe, die Wand daneben, da wohnt eine tolle Professorin und Sängerin, Celine Rudolph. Wollen wir sie mal besuchen? Und du singst ihr was vor und ich war so, was? Genau, also okay. Irgendwann dann bin ich zu ihr gegangen und wollte einfach kennenlernen, ob mir ihre Energy gefällt und so. Dann habe ich auch zu Konzerten gegangen. Also ich habe auf jeden Fall angefangen zu checken. Auch Michael Schiefel habe ich dann Konzerte besucht. Also ich habe dann meine Horizonten und Wissen erweitert und überhaupt dann angefangen, mich zu interessieren, wer wo unterrichtet, wer was musikalisch macht, wie ich das empfinde. Genau. Deswegen, ja, so hat es angefangen. Dann hatte ich Probestunden bei verschiedenen Professorinnen genommen und dann habe ich verstanden, so bewusst, zu wem ich will. Weil davor war es so blind. Ach, Berlin, Studio, improvisieren kann ich nicht, aber schaffe ich auch so. Also es war alles sehr naiv. Ja. Und dann, ich war sehr glücklich. Das war einer der, also würde ich sagen, das beste Jahr, wo ich das meiste gelernt habe, dieses Vorbereitungsjahr. Okay. Weil es war so frei, noch nicht im Studium, sehr motiviert, mit konkretem Ziel und ja. Fein. Und du hast dann, ich meine, wir haben uns ja auch in Dresden kennengelernt an der Hochschule, ne? Ja. Hast du da eigentlich noch Gesang studiert oder warst du da schon im Master Komposition? Ich glaube, damals war ich in Jazzgesang, genau. Da war ich noch bei Celine, habe Jazzgesang studiert. Ja. Und ja, da haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Und ich dachte so, oh wow, so cooles Projekt. Du hast so krasse Arrangements gemacht und es klingt alles so gut. Und es ist so Crossover, Jazzer spielen mit Klassikern und alle haben Spaß. Ich habe gesehen, wie klassische Musikerinnen da sitzen und sind so froh, dass sie etwas anderes jetzt spielen können, was das Neues war, das Streichquartett, das da dabei war, ne? Die waren, ja, die sie waren so, toll so glücklich, ja, das, genau. Das war super, mit ihnen zu arbeiten auch, ja. Genau. Ja, und weißt du noch, was, also warum ich vor dir auch so als vor einem coolen Mensch Respekt habe, weil mir hat sehr gefallen, sorry, Entschuldigung, dass ich dich lobe, ja. aber ich will das sagen, dass das kann ich ja dann rausschneiden. Ja, nee, Moment, ich will, dass das bleibt. Also ich will das sagen, weil du hast Sorge gemacht, dass du, wenn jemand sich verspätet hat oder schlecht Stimme gelernt hat oder nicht geübt hat, hast du nie gesagt so, oh, was ist das, bla 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 bla. So, du hast dich nie geärgert und nie auf negativen Sachen sich fokussiert, sondern du hast immer gesagt so, oh, die Menschen sind so gut heute vorbereitet oder wow, ihr seid heute pünktlich, ihr beide wart heute pünktlich. Ihr beide top. Im Gegensatz also, zu allen anderen wart heute pünktlich. Aber ich fand das so schön, weil die ein bisschen was, ja, nicht so, wie heißt es, nicht genug verantwortungsvoll waren, sie kriegen nicht negative Sache, aber wollen, dass man sie auch lobt dann nächstes Mal. Also dass dieser Fokus, weißt du, dieser Fokus auf positive Sache fand ich sehr schön irgendwie. Hat mich sehr beeindruckt, weil ich das so noch nie erlebt habe. So. Okay, das freut mich sehr zu hören, weil ich hatte dann irgendwann schon das Gefühl, so ein bisschen lost zu sein. Aber ja? Egal. Komm, wir sind hier, um über dich zu sprechen. Wie war das denn dann mit diesem Master-Komposition? Weil, also ich habe ja jetzt, du hast mir ja Stücke geschickt von, also sehr, sehr viel einfach von der Band Lilleka, ne? Ich hatte aber den Eindruck, das sind auch so zwei, drei Sachen, wo ich dann Versionen gehört habe, die du mit anderen Ensembles gemacht hast. Also mit einem Streichensemble, einmal mit so einem Kammerensemble, wo ich für den Livestream oder so.
Ja, das habe ich tatsächlich im Rahmen meiner Master-Kompositionsstudium in Dresden gemacht. Eine Komposition habe ich gemacht, noch als ich Gesang studiert habe, einfach für mein Bachelor-Konzert, weil ich wollte ein bisschen was Besonderes und Großeres machen. Und das war meine allererste. Ich hatte keine Ahnung, wie man für Streicher schreibt. Und ich hatte so Angst und dachte so, oh Gott, aber ich will das so sehr probieren. Genau, und das war auch ein der Impulsen, warum ich dann mich entschieden habe für Kompositionsstudium, weil ich dachte so, ja, ich habe Interesse und ich habe das probiert und ich glaube, das klingt schön. Ja, will ich weitermachen. Und dieses anderes Arrangement, auf den ich sehr stolz bin, dieses Lied Lessa Ah, ja, toll. da Koleskova, genau da habe ich schon angefangen. Das war mein erstes Semester im Masterstudium Komposition. Und wir haben ein ganzes Semester uns mit Streichern auseinandergesetzt. Und ich habe dann so richtig geguckt, okay, diese Seite so klingt, diese Seite klingt so, Flageolets, oh, diese Ja. Techniken, oh wow, wusste ich nicht, Streicher können das und das machen. Wow, es gibt so viele Zeichen, Die können die ich noch nie in unglaublich meinem... viel Zeug machen, ne? die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, dass ich kenne Noten, ich kann sie lesen, aber das, was Streicher machen können, oh Gott, da kann man in Hochmathematik-Richtung gehen, fast. Und dass es rechnen muss, dass nicht jeder Ton als Flageolett gespielt sein soll. Also das alles fand ich so faszinierend. Und ja, und nachdem ich dieses Arrangement gemacht habe, habe ich dann nie wieder was für Streicher geschrieben. Und jetzt, wenn ich Noten öffne und ich gucke, was ich da geschrieben habe, denke ich so, oh Gott, was ist das? Was bedeutet das genau? Muss ich jetzt neu erfrischen? Weil es ist Aber so kompliziert für mich. du hast doch, warte mal, es ist leider immer ganz schlimm, dass ich die Titel von den Stücken bestimmt fürchterlich falsch Ah. ausspreche. Aber circa, wie Ah nee, heißt Circa Pauline. das? Circa Circa Pauline, Pauline, das vielen ist Dank. die ich noch, da ist ganz einfachere Melodien. Das ist das, was noch, weil wenn ich Gesang studiert habe, gemacht habe. Aber den Aber diese Streicher dafür andere, hast du auch geschrieben. ja. Ja, den Streichersatz, den habe ich ja, Aber genau. ja, aber sie sind ganz einfach. Ich glaube, jeder kann so schreiben. Also, keine Ahnung. Ja, okay. Okay, wenn du das meinst. Also, ich glaube, du hast verstanden, Peter, ich bin Meisterin der Selbstentwertung, ja? Ich bin immer so, ach, das ist ja nichts. Genau. Na, Gott sei Dank Ja. kriegst du ja genug anderes Echo, ne? Ich hoffe, das ist genug. Ja, Wurscht ich bekomme immer wieder doch Lob, damit ich ein bisschen balanciere und nicht jetzt. komplett in Okay. meiner Depression, ja, verschwinde. Ja. Genau, aber dieses Stück, wo ich so diese, weil in diesem anderen Stück Lessena Koleskova, Also das Wiegenlied von dieser, das ist ja eine genau, ganz bedeutende ukrainische Gedichtsvertonung. Dichterin, ne? Ja, Die, Lesya Ukrainka, das ist Gedichtsvertonung von Lesya Ukrainka und ja, ich bin großer Fan von dieser Dichterin. Sie hat Ende 19. Jahrhundert gelebt. Das war die Feministin zweiter Generation und so, Okay. also sehr starke Frau, sehr selbstbewusst und sehr tief bedeutende Werke hat sie geschrieben, auch ganz viele Theaterstücke und so. Und ja, ich kehre mich immer wieder gerne zu ihren Texten und vertone oder schreibe Okay, neue Stücke. Ja, und bei diesem Stück, das war für mich so große neue Welt, dass ich kann schreiben, okay, hier, dieser Streicher, dieser Violine spielt auf dieser Seite mit offen, dann mit Flageolett und dann so ein Tremolo. Das war für mich so, ich war so glücklich, dass ich diese Technik entdeckt habe. Also für Komponisten vielleicht ist das ja, ach ja, kann man machen, aber für mich, das war, ich war so emotional bei jeder neuen Eigenschaft oder Klang, die Streicher erzeugen können. Ja, das war sehr schön. Ach, toll. Das ist auch echt ein. Das hast du für so ein Kammerensemble für den Livestream geschrieben damals, ne? Oder die Einrichtung dafür Nee, das gemacht. war Semesterprojekt. Wir hatten einfach vorgegebene Besetzung, Aha, okay. klassischer Streichquartett, Flöte, Gitarre und Klavier. Dafür mussten alle schreiben, egal was, Hauptsache für die Besetzung und sich auseinandersetzen mit diesen Instrumenten und so. Wir waren ja noch nicht fertig mit dieser Filmmusikkiste dort. Ah, Also sprich, ja. was dich da speziell dran interessiert, weil ich meine natürlich, wenn man fürs Filmorchester Babelsberg schreiben kann und da seine Arbeiten ausprobieren, also besser geht's ja wirklich nicht mehr. Aber Ja. Interessiert dich speziell an Filmmusik oder an Film oder an überhaupt Ja, multimedialen Dingen so, oder? also ich glaube, das ist so eine
eine Sphäre, wo ich alles, was ich gelernt habe und studiert habe, verbinden kann. Weil einfach schöne Musik zu schreiben für irgendwelche Szene, oft haben Komponistinnen, besonders also Studentinnen, wenn sie anfangen, für Musik für Filme zu schreiben, sie haben ein Problem, dass sie wollen viel mehr machen, als Musik braucht in Filmen. Und ich finde, das ist so schön, dass ich kann dann als Schauspielerin einen Charakter betrachten und fragen mich, okay, was spürt dieses Charakter, wie würde ich das spielen, wie klingt das innerliche Monolog bei dieser Szene, bei dieser Figur und womit kann ich das ausdrucken? Und es ist mir bei diesem Prozess das absolut egal, wie die Musik klingt oder wie cool das ist oder ob jemand wird begeistert von Soundtrack. Das, ich finde das faszinierend, dieses Ding, dass ich kann durch diese Perspektive Klänge produzieren, die genau passen zu dem, was man in dieser Szene fühlen soll. Egal, ob es Gefühle von Schauspieler, also ob von Figur ist oder eine bestimmte Atmosphäre, die das Regisseur da geben will. Es kann ja verschiedene Funktionen erfüllen. Ja. Genau. Und das finde ich sehr schön. Und da fühle ich mich dann auch als Schauspielerin, die aber dann spielt mit Mitteln der Musik und zusätzliche Rolle spielt in dieser Geschichte. Das finde ich ganz faszinierend, weil ich habe das wirklich als ein großes Problem kennengelernt, dass Musiker, die Musik für Filme schreiben, diese Perspektive nicht einnehmen können. Also dass sie nicht verstehen, dass ihre Musik wirklich nur ein Teil von dem größeren Ganzen ist. In dem Fall, das mögen wir ja nicht so gerne als Musiker, ne? Aber ich glaube, bei Filmmusik ist das absolut unerlässlich. Und dass du dann diese Perspektive einnehmen kannst, diese andere Perspektive. Ja. Und weißt du, da habe ich gar keine Ambitionen, wirklich etwas auszudrucken. Und ich freue mich, oh, ich habe diesen einen Ton gefunden und er reicht wirklich aus. Und nur diese Kurz-Sounddesign dazu, es ist fast nichts. Also ein Komponist wird sagen, oh Gott, Regisseuren wollen immer, dass da nur ein Ton klingt und ein bisschen irgendwelche Geräusche dazu. Es ist keine Musik, aber wenn ich sehe, wie gut das sich matcht und verbindet und verstärkt die eigentliche Bedeutung der Szene, kriege ich faszinierendes, glückliches Gefühl. Ja, und es ist genug. Und ich glaube, ja, für so Musiker, die diese Aspekte nicht studiert haben oder mit Schauspiel oder mit Regie sich nicht auseinandergesetzt haben, dann ist es echt kompliziert, weil man versteht nicht, oder man kann schwer dann vielleicht Dialog finden mit Regisseur, weil Regisseur kann sagen, ich will hier das und das fühlen, aber Komponist will wissen, was bisschen andere musikalische Begriffe oder genau so. Ich bin aber mit der Durchführung noch nicht fertig. Ah, okay, genau. Ah, genau. Und das ist dann kein Motiv oder Motiv ist nicht abgeschlossen. Genau, so. Irgendwie. Ja. Fein. Ja, ist ja krass. Also wenn ich recht recherchiert habe, ich kann mich natürlich täuschen, aber du hast ja tatsächlich schon 2 Filme und eine Fernsehserie auch. Hast du die vertont jeweils oder wurde da Musik von dir verwendet? Also oder? Für die Filmserie habe ich dann nur Titeltracks gemacht. Also ich habe extra für die Serie... There Will Be Humans kenne ich. Das hat aber wahrscheinlich einen ukrainischen Titel eigentlich auch, oder? Genau. I budete lude klingt das auf ukrainisch. Ja, und da wurde ich natürlich gefragt, ob ich Filmmusik machen kann, aber das war noch 2020 und da habe ich noch nicht angefangen zu produzieren am Computer Musik und ich habe gesagt, nee, ich glaube, das schaffe ich nicht, weil eigentlich wollten sie, dass ich komplett Musik mache. Ja, aber dann jetzt, wenn ich angefangen habe zu studieren, hatte ich 2 kleine Filme dann komplett gemacht, aber es ist kleine Filme, so 20 Minuten Kurzfilme Ja, es war sehr schön. Ich musste sogar für einen Film einen Techno-Track schreiben. Ups, okay. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das war so komplett außer meiner gewöhnlichen Komfortzone in der Musik. Und es war sehr schön, das bisschen die Ästhetik zu verstehen, was macht das aus und ein bisschen zu spielen und ein bisschen das, Spaß zu haben. Ja. Und das produzierst du dann auch selber? Also das heißt, du hast sowas wie ein Studio oder du bist so eingerichtet, dass du die... Ja. Ich hab mir alles ein bisschen hier aufgebaut. Ich habe gutes Computer-Interface, Mikrofon, Speaker, 2 große Bildschirme, einen für Kino, anderes für musikalische Arbeit. Und ich arbeite in Ableton, habe mir aber auch Cubase gekauft und lerne das
langsam. Ich bin natürlich noch totaler Anfänger, aber ich sehe das manchmal, dass ich Anfängerin bin, auch als Vorteil, weil ich weiß dann nicht, wie man so normalerweise produziert Musik am Computer. Und ich mache das eher so intuitiv. Und für mich im Vordergrund steht einfach das, was ich höre. Ich weiß nicht, welche Frequenz oder irgendwas. Und dass ich einfach so ganz intuitiv, spontan suche nach Klänge und vielleicht ganz komisch oder ganz ungewöhnlich Effekte benutze. Und ja, also, weil mein Freund ist Schlagzeuger in meiner Band Leleka. Und er ist auch Produzent, produziert ja. schon seit sehr, sehr lange und produziert auch für Rap-Artists und ja, verschiedene. Oder macht auch, arbeitet auch als Musical Director bei manchen Projekten. Genau, und er ist sehr erfahren und jedes Mal, wenn er sieht meine Projekte in Ableton und sagt so, hä, wie hast du das gemacht, wie hast du das? Also sagt das, es sieht sehr komisch aus, aber klingt cool. Und er, wenn er das einfach hört und nicht sieht und was genau ich da benutzt habe, weiß er nicht, womit ich diesen Effekt erreicht okay, habe. Wow, yeah. Genau, aber das ist, ja, hat gute Ästhetik, weil ich mich einfach auf meine Musikalität orientiere und auf, ja, was mir gefällt oder nicht, wie es klingt. Genau, deswegen, ich verstehe, dass ich Anfängerin bin, aber das hat ja Vorteile. Und deswegen, so nenne ich meinen Status. Weil du dieses ganze technische Zeug dann sehr, sehr spielplatzmäßig betreiben kannst eigentlich. Ja, genau, also so ein bisschen wie ein Kind. Oh, okay, keine Ahnung. Ah, dieser Effekt benutzt man nicht hier. Ah, wusste ich nicht. Ja, mache ich jetzt mal probiere ich trotzdem. Ja, genau. Ja, super, sehr schön. Ja. Ich würde gerne so eine, also was mich bei dir sehr interessieren würde, aus der Perspektive von Metropolmusik, ne, dieser Verein, mit dem würde ich jetzt da einladen, weil der stellt sich ja zur Aufgabe, dass wir wirklich stilübergreifend und genreübergreifend auf kreative Musik schauen. Und es klingt für mich halt auch so, als wärst du jetzt nicht aufgewachsen, Jazz ist so und so und ich will genau das machen. Ich glaube, du kommst von einem viel, viel breiteren Horizont oder von viel engeren Horizont komme ich. Ja, aber mit sehr vielen verschiedenen Einflüssen, habe ich das Gefühl. Oder vielleicht auch interessant, ne? Wenn du von einem sehr engen Horizont kommst, dann hat sich ja viel geweitet wahrscheinlich. Ne? Ja, das Ding ist, dass ich hatte das Gefühl, dass ich bin aufgewachsen in so einer Form, wie heißt es? Wenn man keine Luft hat, Vakuum, so in eine in fast einem Vakuum, weil ich hatte keinen Zugang zu Internet. Deswegen, und bei uns zu Hause gab es keine, wie heißt es, Antenne für Fernseher. Deswegen, wir hatten nur 3 Channels oder so. Und das waren 2, 3 ukrainische Channels. Und da gab es, also ich bin in den 90er Jahren geboren, gab es nur so ukrainische und russische, schlechte, post-sowjetische Popmusik. Und ich habe das immer nicht gemocht, irgendwie. Okay. Aha, aha. So, keine Ahnung. Und dann, wir hatten nur einige CDs mit klassischer Musik. Und natürlich, ich hatte dann Kindermusikschule besucht, wo ich dann einige Werke gespielt habe. Aber ja. Weil ich wollte dann gerade fragen, wie kam dann deine Begeisterung für Musik, wenn der genau. Nur so. Ja, aber ich wollte immer singen irgendwie und dann, ja, dann haben einige Freunde oder Bekannten von meinem Mama oder Papa uns was gebracht, dann mir CDs gebrannt und zum Beispiel gesagt, hier ist so und so das und das. Und irgendwann, meine Mama hat gelesen einen Artikel und hat mir eine Zitate aus diesem Artikel vorgelesen, dass der Jazz spielen kann, kann alles spielen. So, wow, was ist das? Was ist das, Jazz? Dann habe ich zu meiner Klavierlehrerin gegangen, habe gesagt, ich will Jazz spielen. Und sie war so, oh Gott, keine Ahnung, was soll ich mit dir machen? Nein, kann ich dir nichts anbieten. Genau, und dann unser Bekannter hat irgendwelcher Jazz auf CD gebrannt, weil ich wollte das einfach hören. Ich wusste nicht, was das ist. Ja, und da war aufgenommen Aziza Mustafa. Okay, wow. Und ich war begeistert einfach. Ich dachte so, oh Gott, was ist das? Weil ich dachte, das klingt doch irgendwie wie irgendwelche indische oder orientalische Musik, aber mit Klavier und was ist das? Also ich war so begeistert und ich glaube, ich bin einfach sofort in Berührung mit diesem Begriff Ethno-Jazz gekommen. Okay, ja.
Und deswegen, ich glaube, das war ein Zeichen von oben, weil es ist erstens eine Frau, die singt und selbst Musik sehr bewusst macht. Zweitens, sie verbindet Ethno mit Jazz. Drittens, die macht das nicht auf englische Sprache, sondern auf Sprache, die so wenige Menschen verstehen. Und ja, das war sehr unglaublich und sehr schön. Aber ja, was über meine noch diese, mit welcher Musik war ich so, welche musikalische Umgebung hatte ich in Kindheit? Das ja, diese Klassik, diese schlechte Pop, paar Aufnahmen von CDs, also eigentlich sehr wenig. Und aber das Wertvollste ist natürlich Geburtstage, Familienfeiern, wo meine Oma von Papas Seite jedes Mal, wenn sie ein bisschen getrunken hat, hat sie dann angefangen zu singen. Und das waren Lieder, ukrainische Lieder, Okay, jetzt. altukrainische Lieder. Jetzt Aha, kommen wir zu dieser Sache. ja. Und das ist sehr wertvoll. Und interessant ist, das ist jetzt so ein bisschen zu politischem Thema, dass ich habe in russischsprachiger Stadt, in russischsprachiger Umgebung aufgewachsen Okay. und auch ich habe nie gehört, dass meine Oma ukrainisch gesprochen hat. Weil es war ja sehr lange Zeit so, na, wie soll ich dargestellt, so die russische Politik in der Ukraine, dass es peinlich ist, ukrainisch zu sprechen, dass diese Sprache sprechen nur doofe Menschen aus Dörfern. Und deswegen irgendwie, es war immer dieser Druck, dass Leute sind auf russische Sprache umgestiegen. Und das fand ich jetzt nachhinein, finde ich das faszinierend, dass ich habe nie ukrainisch von meiner Oma gehört, obwohl sie kommt aus ukrainischsprachiger Familie. Aber jedes Mal, wenn sie betrunken war, hat sie ukrainische Lieder gesungen, die keiner kannte. Und zwar so schön. Und deswegen irgendwie, das ist auch jetzt, spielt große Rolle für mich auf diesem Weg, wo ich zu meiner Identität zurückkehre und verstehe, ja, ich habe diese Verbindung. Irgendwie, es fühlt sich wie Wurzeln, die teilweise ja, vergessen wurden oder verloren wurden. Und eigentlich auf politischen Arenen wurde ganz viel gemacht, um diese Kultur komplett zu vernichten. Und auch heutzutage macht man sehr viel dafür. Und irgendwie deswegen ist es für mich auch so wertvoll, das in mir zu entdecken, weil eigentlich ich kenne sehr wenig. Sie hat ja einige Lieder gesungen, aber es ist nicht so, dass ich diese Musik gehört habe oder. Ja, deswegen für mich dieses Projekt Leleka, die ich habe mit diesen Liedern, es ist nicht einfach, wo ich singe Lieder aus meiner Kindheit, sondern wo ich selbst lerne über meine Wurzeln und entdecke eigentlich, was bedeutet unsere Kultur, wie groß und vielschichtig sie ist. Und ja, es ist eine Reise zu mir selbst Okay. sozusagen. Weil ich hatte nämlich auch so den Verdacht, das wollte ich dich auch fragen, also ob es da eben bei Lelika, da geht es ja nicht einfach, so ungern ich sowas sage, aber es geht ja nicht einfach nur um Musik, also wäre Musik nicht wahnsinnig viel, um das es gehen kann. Aber ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, oder ich wollte dich fragen, ob du dich da auch so ein bisschen als Botschafterin ukrainischer Kultur, das ist jetzt ein großes Wort und so, aber ich hatte irgendwie das Ja, Gefühl, du transportierst da was. es passiert automatisch. Ich glaube, wenn man das oder nicht will, in Okay. solchen Zeiten, wo ganze Zeit so starke russifizierende Prozesse in Generationen davor schon Auch bei schon, uns ja. waren, es war immer, es war so schrecklich. Es ist, weißt du, wenn ich so immer wieder mehr und mehr lerne und erfahre, wie viele Künstlerinnen wurden ermordet, so in letzten Jahrhunderten, dafür, dass sie auf Ukraine schreiben wollten, sowie Schriftsteller als auch Musikerinnen, Komponistinnen. Und gleichzeitig so einer Druck, dass in zum Beispiel in russischen Imperien immer wollte man zu versuchen, also nicht versuchen, erzwingen mit krassen Mitteln, blutigen Mitteln, immer so gemacht. Ah, jetzt kommen wir zu sehr interessanten Thema, weil ich will darüber sprechen. Zum Thema Okay. Imperialismus. Und dass manche sagen, aber welcher Imperialismus, besonders in Sowjetunion, das ist doch eine Vereinigung. Aber ich finde, Aha. es gibt so Völkereinheit und so diese Freundschaft. Aber so Ukrainerinnen haben immer gesagt, das war nicht, wie heißt es,
Freundschaft aller Völker, sondern Gefängnis aller Völker. Und das war immer die Betonung, ja klar, es ist für Gleichberechtigung aller Völker und aller Länder, die da sind. Alle müssen aber nur eine gleiche Sprache lernen. Mhm. Und dann sitzen alle in Gefängnissen, ja, die auf, ja, Ukraine schreiben wollen. Genau, und ich finde das so, dass wenn man zum Beispiel vergleicht Kolonialismus oder Imperialismus, zum Beispiel wie Frankreich oder andere Länder, mhm, sie versuchen zu erobern Länder, die weit weg irgendwo sind. Und sie sagen, diese Menschen sind nicht so viel wert wie wir, mhm, aber und sie werden nie so wie wir, aber sie sollen diese Sprache lernen, damit wir sie besser kontrollieren können. Mhm. Aber auf russischer Imperialismus, es ist auch Imperialismus, aber anders. Sie nehmen und klauen Territorien, die nicht irgendwo weit weg sind, sondern in der Nähe. Und ihre Sache ist, wie sie Menschen erobern, dass sie sagen, du darfst nicht anders als wir sein. Du wirst aber nie so großartig wie echte Russe sein und nie zu dieser großen Kultur zugehört sein. Aber du darfst nicht deine eigene Identität haben und du bist mit uns eins quasi, aber trotzdem die zweite Sorte. Das ist so diese ganz gemeine Kiste, ne? Zu behaupten, du bist mit uns eins. Ja, ja, ja. Das habe ich mitgekriegt, dass das so eine Aufgabe, das große, alle Russen zu vereinen. Ne? Das ist so eine, ja, und deswegen, man sagt also, dass es ein Volk ist und Brüder, es ist alles so ein Konzept, der so hinter diesen sozialistischen Werten, es ist alles nur, wie soll ich sagen, nur Design, mit dem man verpackt, damit Leute, die in was Gutes glauben, und also es ist ein unglaublich schönes Bild, ja, dass alle gleichberechtigt, alle zusammen leben, es ist ein sehr schöner Traum, es ist leider, war nicht das, und nur in diese Sachen verpackt, damit Leute das kaufen, mhm, und das wollen, und dann erst sehen sie, dass sie, das ist auch einfach Totalitarismus, der sich versteckt hat hinter diesen schönen Sätzen, mhm, aber das ist ganz, ganz, ganz schrecklich. Und ja, das ist natürlich, ja, wenn ich das alles erfahre, wenn ich sehe diese ganze Sachen einfach, und wenn du auf Ukrainisch Musik machst oder schreibst oder ukrainische Volkslieder in deiner Musik verwendest, natürlich bist du automatisch zu einer Botschafterin, weil das ist Kultur, die immer wollte man vernichten. Mhm. Und und es ist wichtig, weil es ist für mich so, auch wenn ich so sage, wenn für mich ukrainische Kultur was Wichtiges bedeutet, ist es nicht, weil ich eine große Patriotin bin, mhm, sondern es basiert sich dieser Wunsch, eine besondere Farbe oder besondere Blume auf diese Welt zu schützen und nicht erlauben, das zu töten, aus meinen humanistischen Werten, mhm, weil ich möchte, dass das alle Kulturen haben, dieser Recht auf Existenz und dass sie blühen dürfen, mhm, so wie sie wollen, wohin sie wollen, wenn es anderen nicht schadet natürlich, ja, so. Genau, und auch noch zu diesem Thema, ich finde das faszinierend zum Thema Kultur, ich glaube, das kann man nicht so wirklich trennen, Politik und Kultur, das ist auch so ein Gespräch, die man so führt, überall, auch in Deutschland, dass, ach, lass uns das und so nicht vermischen. Politik ist Politik, Kultur ist Kultur. Nein, wenn Politik Kultur zerstört, wenn Politik Menschen, kulturschaffende Menschen tötet, dann ist es schon nicht trennbar. Eins, erste Sache. Zweite Sache, wenn wir zurückgucken, welche große Kultur in Russland wir so, wir begeistern uns für große russische Kultur, aber eigentlich sehr wenige Menschen wissen, dass früher, mhm, in russischem Imperium, wenn du ein ukrainischer Künstler warst und du willst, natürlich hast du Ambitionen, krasser, weltbekannter Künstler werden. Und deine einzige, also so, in dieser oder anderer Grad, natürlich jeder hat Ambitionen. Und wenn du auf ukrainisch was machen willst, wirst du ermordet oder du wirst das schreiben, aber keiner wird das lesen. Das wird immer vernichtet oder Zensur draufgelegt. Aber wenn du auf Russisch schreiben wirst, und sich darstellen wirst, als ob du russischer Künstler bist, dann hast du die Chance. Dann wird man diese Promotion, diese PR-Kampagne, war schon immer da. Ja? Und deswegen, wir kennen diese große Künstlerin. Wem kennen wir aus klassischer Musik, würde ich sagen? Das ist Künstlerinnen aus ehemaligen Imperien. Hm. Meistens, ja. Aber das bedeutet nicht, dass alle anderen Länder, die diese berühmte klassische Komponistinnen nicht gegeben haben,
bedeutet nicht, dass sie das nicht geben könnten. Es ist auch, und das ist so eine, auch eine schwierige Sache zu verstehen, dass ich bin nicht gegen so diese Künstlerinnen, aber wir kennen sie nicht, weil sie die einzigen sind und alle anderen Völker und Länder könnten das nicht geben. Sie wurden nicht erlaubt, das zu geben. Und einige ukrainische Künstlerinnen, die wir jetzt als russische große Künstlerinnen kennen, zum Beispiel dazu zählt auch Stravinsky. Okay. Es ist ukrainischer Komponist. Ja. Oder, keine Ahnung, Gogol. Er hat sich dann am Ende identifiziert, doch, er war so wie zwischen Stühlen. Ja? Es ist so schwieriger Entscheidung, die jeder Künstler so treffen soll. Und natürlich, man kann sagen, ja, ich habe einfach Kunst gemacht, aber hinter diesen Personen ist eigentlich eine politische Entscheidung. Und eigentlich haben sie gedient, dieser Imperium, damit sie berühmt sind und man sie kennt und liest und hört ihre Musik, haben sie gesagt, okay, ich diene Imperium. Und was macht jetzt Russland? Und das haben sie jetzt sehr krasses Vorteile jetzt russische Imperium gegeben mit dieser Entscheidung. Weil wenn wir zum Beispiel gucken auf Mariupol, der fast komplett zerstört ist von Russland. Was haben sie gemacht? Und jetzt so Thema Politik und Kultur trennen. Du guckst auf zerstörtes Theater, der zerbombt ist. Und auf diesem Theater stand Kinder, großgeschrieben. Und russische Soldaten haben trotzdem Bomben darauf geworfen. Und steht dieses zerstörtes Theater, wo unter zerstörten Wänden liegen noch Leichen von Kindern und Frauen. Und was macht die neue russische so auf diesem okkupierten Territorium? Sie stellen diese Banner auf, um diesen Theater, um das zu bedecken. Und auf diese Wände sind bedruckt Porträte von Puschkin, Dostojewski. Oh. Also ich würde sagen, Russland macht das, dass sie mit diesem Banner von große russische Kultur versucht, ihre Straftaten zu bedecken. Und auch ukrainische Künstlerinnen, die sich für russische Kultur entschieden haben, die dann jetzt alle kennen als russische Künstlerin, haben diese Emploi und dieses Image von Russland mit aufgebaut. So. Aber, ja, sehr, sehr kompliziertes Thema, da, aber ja. Okay. Weil, da, also, weil dieser Zusammenhang zwischen Kultur und Politik, das ist halt in dem Fall irgendwie was, wo Politik, was sie natürlich immer macht, Kultur lediglich als was benutzt, um als ein Mittel zum Machterhalt oder zur Machtgewinnung oder zu was immer. Ne? Genau, deswegen so, es ist schlecht, wenn Politik Kultur ausnutzt, genauso schlecht, wenn ein Künstler für die Partei oder andere Partei oder für irgendwelche so wirkt und steht. Ja? Aber gleichzeitig, jeder ehrliche Künstler, der ehrlich Musik macht, soll eigentlich eigene so bürgerliche Statement haben und für bestimmte Werte mit eigener Musik, mit eigenem Werk dastehen. Ja? Deswegen, ich finde das so, in heutigen Zeiten, wo so Kriege laufen, so zu sagen, nee, ich mache einfach Musik und ich mache keine Aussagen zu dem, sorry, dann, ich finde solche passive Stellung, wie du dich stellst, so noch gefährlicher, als wenn du für Putin bist. So, weil passive Stellung unterstützt Aggressor. Ja. Genau. Also ja, ich bin auch selbst, es ist super anstrengend, ganze Zeit, also ja, von einer Nacht auf andere, von einem Tag zu anderem bin ich plötzlich zu sehr politisierte, sagen wir, politische Künstlerin geworden, weil ich einfach auf Ukrainisch singe. Und damit ich das nicht bin, muss ich irgendwelche andere Sprache nehmen, zu der ich keine Verbindung habe, auf dem ich nicht so authentisch klingen werde, damit ich hohe, reine und politische Kunst mache. Also genau, also ja, es ist super hart, aber ich glaube, es war nie so wirklich leichter, mindestens für Ukrainerinnen. Dass es gab immer diese Wahl, die du treffen musst und ja, entweder entscheidest du dich für Rechte aller Menschen, aller Kulturen und stehst für eigene Kultur, nicht weil sie besser ist oder wertvoller als alle anderen, sondern
Weil jede Kultur muss da sein. Ich fand sehr, sehr schön dieser Text von, jetzt sage ich es bestimmt wieder falsch, Ja, Sonsu sonst so Sarti, Serzi, der ja. ist doch von dir, ne? Ja, das war spontan. Weil da hat mich wirklich sehr berührt, wie du, also du leugnest überhaupt nicht, wie schlimm alles gerade ist. Und du findest aber eine Position, das war für mich, also hat mich wirklich berührt, diese Zeile, lasst uns lachen und den Menschen zeigen, wer wir sind. Ja, da ist. Ist für mich, das habe ich gerade rausgehört bei Und dir. übrigens, Ja. ja, übrigens, das ist inspiriert von Lesya Ukrainka, über die wir gesprochen haben. Auch, Weil okay. ich glaube, irgendwo habe ich bei ihr gelesen, dass ich möchte den Bösen in die Augen lachen. Ich möchte, dass Schmerz und Leid, menschlicher Leid, selbst von mir Angst hat. Weil da, wo sie gelebt hat, da war auch mehrere Gesetze von russischem Imperium gemacht wurden, die ukrainische Sprache verboten haben. Und deswegen musste alle ukrainische Künstlerinnen ganze Druckerei und Musik auf Teil der Ukraine übertragen unter Wie heißt es? Austro-Horschtschina, ich weiß nicht, Wengrier, Ungarn, austro-ungarische, Österreich-Ungarische ich weiß nicht, wie Count das auf Deutsch heißt. K-Monarchie oder was? Genau, weil Okay. die westliche Teil von der Ukraine war in Teil von dieser Ach, Monarchie. richtig. Ja, Genau, klar. und Ja. deswegen, ich kann sagen, dass wegen dieser Monarchie wurde möglich, ukrainische Kultur aufzubewahren, weil ja klar, wir waren da auch Teil der Monarchie, aber ukrainische Sprache war da nie verboten. Und alle Menschen aus Teil der Ukraine, die unter russischer Besatzung, sagen wir so, war, durfte das nicht. Und sie haben alle ihre Werke dann sozusagen in Österreich dann veröffentlicht, alles so schwarz und ich finde das faszinierend, dass Menschen, also wir hatten nie davor ein gemeinsamer Staat, wo Ukraine Einheit ist, also Ja, politisch ja, gesehen, ja. ja, ja, ja. Aber trotzdem, wir waren immer einig und Okay. haben also diese Sprache, dieses Verständnis, sich, dass wir merken, dass wir sind was Eigenes, war immer da. Und deswegen, ich finde faszinierend, wir waren noch gar nicht irgendwelche, also man sagt nicht historische Nation, das ist der richtige Begriff. Nicht historisch bedeutet ohne Staat, die keine nicht politische definierte Einheit. Aber ja. Darf ich da schnell reingehen? Weil das wäre was, was mich noch sehr, sehr interessieren würde, wirklich dran. Ich hatte das Gefühl, ich habe versucht, mich mit den Texten von deinen Liedern und von den Lelekaliedern auch ein bisschen zu beschäftigen. Und ich habe halt versucht, die zu verstehen und so. Und hatte immer das Gefühl, dass da wirklich eine sehr, sehr eigene Poetik zugange ist. Also das, was du eigentlich gerade sagst. Ich kann sagen, dass es sehr, sehr naiv ist, aber gleichzeitig sehr, sehr ehrlich. Und dieser Level der Ehrlichkeit ist so hoch, dass ja, ich bin jedes Mal so ein bisschen sogar schockiert. Sie nennen die Sachen so sehr direkt an. Zum Beispiel, es gibt auch so schreckliche Texte, die ich aber sehr schön finde, aber würde niemals singen, weil sie so direkt über Schmerz sprechen. Dass so zum Beispiel, es gibt Lieder so, ach, Vaterchen, ach, mein Liebsterchen, steh auf, deine Kinder, steh auf aus deinem Grab. Okay, Deine okay. Kinderchen sind hungrig und wir haben nicht genug und alle vermissen dich. Steh auf, deine Kinder sind hungrig. Also es ist so schrecklich direkt die Sachen benannt bei Worten, bei ihren Worten, ja. Oder zum Beispiel, ach, mein Herz schmerzt und ich habe verstanden und gespürt, dass es gibt keine Wahrheit auf dieser Welt. Sie ist einfach verschwunden. Es gibt keine Wahrheit. Also manchmal sogar sehr so depressive Sachen, Ja. aber nicht, weil Menschen das so dunkel sehen, sondern weil sie in dieser dunklen Realität leben. Weil einige Lieder sind dann entstanden 1930, 33. Ach, so späte Lieder sind da auch dabei noch. Ja, später auch, auf jeden Fall. Okay, Und da okay. war ja halt dieser Holodomor, ja, Ja, wo ja. viele Ukrainerinnen von Hunger gestorben sind. Und
auch davor, also ganz viele Schreck, also ich habe das Gefühl, wir haben sehr viele ganz traurige Lieder, weil ich habe das Gefühl, diese Möglichkeit, abends sich mit Mitmenschen, Nachbarn zu treffen und zu singen, das war fast so therapeutische Wirkung, wo Leute konnten ihren Schmerz raussingen, damit sie überhaupt so weiterkommen mit dem Leben. Und ja, aber es gibt natürlich auch ganz starke Texte. Also, sag mal, sorry, darf ich da noch kurz bleiben? Ja. Weil mir fiel auf bei diesem Lied, ich spreche es wieder falsch aus, Borge oder was? Also, ah, Borge, ja. Borge und natürlich ja. Borge. Okay, da fand ich auch so total rührend, die Engel setzen sich zusammen und denken nach, warum die Welt so schlecht ist, wenn doch Gott da ist. Ja. Und ganz am Schluss sagen sie aber, Gott, wir gratulieren dir trotzdem. Ja, so. Ich fand das hammermäßig. Also es wird überhaupt nichts beschönigt oder so. Es gibt nur am Schluss einfach den Beschluss, dass man es gut machen will. Ja, also es ist sehr stark, weil die Situation so, ja, selbst Engel sitzen auf dem Himmel und denken so, ach, warum ist es so alles nicht wie früher? Warum so viel Mord, so viel Leid, so viel, keine Ahnung, in der Welt? Sag, lieber Gott, du bist ja so großzügig, warum? Und dann ja am Ende, wir gratulieren dich trotzdem. Es ist Weihnachtslied. Es ist sogar ein Weihnachtslied. Und dann fand ich noch besser. Sie sagen, ja, wir gratulieren immer wieder trotzdem. Und dann kommt noch so eine ganz hilflose letzte Zeile. Ja, Gott, Gott gratuliert euch auch. Ja, genau. Habe ich es richtig verstanden? Genau, oder? Genau. Manchmal ist es so, wow, sogar so ein bisschen fast sarkastisch. Diese Naivität ist so hoch. Ja. Und du siehst dieses einfachen Mensch, der sehr viel leidet, aber trotzdem irgendwie will an was Positives denken, ja, weil das ist Voraussetzung dafür, um zu überleben, ja, weil man kann in Dunkelheit komplett versinken und dann, ja, gibt es keinen Sinn mehr zu leben. Ja. Okay. Aber das hat mich jetzt echt überrascht. Ich hätte einfach so vom Gefühl her, hätte ich diese ganzen Lieder als sehr, sehr alt eingeordnet irgendwie. Ja, manche sind natürlich sehr alt. Ich weiß nicht so viel. Ich bin ja keine Ethnografistin oder ich habe nie Lieder gesammelt und es ist Wissenschaft für sich. Aber du sich. Hast von dieser Website erzählt, ne? Von dieser, genau, diese Webseite. Polyphonie-Projekt. Ja, Polyphonie-Projekt, das ist eine unglaubliche Webseite, wo ganz viele Lieder gesammelt sind, aber das Einzige, was du da finden kannst, in welchem Dorf und wann wurde das Lied aufgeschrieben. Aber das sagt nichts darüber, wann wurde das Lied ungefähr entstanden. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Und das können nur Ethnografisten, wenn sie Sprache analysieren und so, dann ungefähr beurteilen, wann das sein könnte. Und manche Lieder sind auf jeden Fall hunderte Jahre alt. Ja, auf jeden Fall. Тетяна білила, ой, білила, листи писала, ще й на ватиніка посилала.